Herzlich willkommen zur Online-Themenwoche Digitale Schule? Fragezeichen. Auf den Kulturwandel kommt es an. Ausrufezeichen. Die Themenwoche wird veranstaltet von der Deutschen Schulakademie gemeinsam mit der Agentur Jöran und Konsorten. Mein Name ist Julika Schmitz und ich moderiere heute gemeinsam mit Vincent Steine der Deutschen Schulakademie. Hi, Vincent. Wunderbar, auch da. Ich darf ganz herzlich die beiden Referenten und die Schülerinnen begrüßen. Einmal bitte zu mir, der Stefan Rupana und Lars Ziervogel und Lena Lange. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Wunderbar. Dann können wir beginnen. Es ist Donnerstagabend. Ich gehe einfach mal davon aus, dass fast alle, die jetzt hier bei diesem Webinar dabei sind, auch schon an einem anderen Webinar teilgenommen haben oder abends sich dazugeklinkt haben. Ich nutze die Gelegenheit jetzt und weise nochmal auf das Barcamp hin. Das Barcamp wird am Samstag veranstaltet und ich kann es einfach nur euch, wir sind zum Du übergegangen, entschuldigt, wenn ich ab und zu vielleicht noch ins Sie rutsche. Also, ich kann es euch nur ganz warm ans Herz legen. Das ist ein Format, das ihr als Teilnehmer, als Teilnehmerin gestalten könnt. Ihr habt eine knappe Stunde Zeit, könnt eure Frage mitbringen, euer Thema mitbringen und einfach den Raum öffnen. Ihr könnt es euch Samstag, wenn es regnet, so richtig bequem machen und gemeinsam mit den Leuten, die sich eurer Frage oder eurem Thema widmen wollen, da die Zeit gönnen. Ich zeige euch einmal ganz kurz, wie ihr das findet. Dafür teile ich meinen Bildschirm und gehe auf den Link, der jetzt auch gerade in unserem Zoom-Chatfenster geteilt wurde. Da seid ihr dann bei der Deutschen Schulakademie unter Mitmachen. Und hier findet ihr auch die Informationen zu dem Barcamp. Das ist nicht schwer. Und ihr kriegt sogar noch erklärt, was ein Barcamp ist. Also hier findet ihr beispielsweise, welche Sessions, so werden die Dinger genannt, es schon gibt. Und wie ihr seht, ist hier auch noch Raum, dass ihr eure mitbringt. Ja, also gerne, gerne eure Frage da platzieren und die Chance nutzen, nochmal ein bestimmtes Thema zu vertiefen. Gut, wir steigen gleich ein. Vorab noch ein paar technische Hinweise. Wie ihr wahrscheinlich mittlerweile auch wisst, zeichnen wir diese Webinare auf, damit die auch für die Menschen, die jetzt nicht gerade zuhören können, nachher noch zugänglich sind. Ihr könnt jetzt eure Kamera anlassen, ihr könnt die ausmachen, ein paar Daten schon, das ist euch selbst überlassen. Ihr taucht natürlich nicht in der Aufzeichnung mit eurem Bild auf. Wichtig ist mir auch, der Zoom-Chat, der wird nicht gespeichert. Also alle Fragen, alle Informationen, die in diesen Zoom-Chat eingehen werden, die gehen dann gleich mit uns, mit diesem Raum verloren. Also, solltet ihr Informationen für wichtig erachten, schreibt euch die raus. Fragen, die ihr heute habt, die machen wir heute über Menti. Das kennen bestimmt schon ganz viele. Da gucken wir gleich in Ruhe nochmal gemeinsam drauf. Aber jetzt möchte ich erstmal euch Teilnehmenden die Gelegenheit geben, dass ihr euch kennenlernt ein bisschen. Ja, also ich bin ein großer Fan von Online-Formaten. Was mir fehlt, ist da rumzulaufen auf so einem Gelände und zu gucken, habe ich doch schon mal irgendwo gesehen oder welche Frage bringst du eigentlich heute mit? Und genau dafür gehen wir jetzt gleich für 4 Minuten in Breakout-Gruppen, also in Kleingruppen. Dafür habt ihr 4 Minuten Zeit und ihr geht zu dritt in diese Gruppen. Bitte beantwortet da 2 Fragen. Die erste, wer bist du? Stellt euch vor. Und welche Frage bringst du heute mit? Tauscht euch aus, guckt ein bisschen auf die Zeit, ihr kriegt einen Timecode eingeblendet. Wenn noch 60 Sekunden da sind und nur eine Person bis dahin geredet hat, ist es spätestens an der Zeit, die anderen auch noch zu Wort kommen zu lassen. Gut, ich schicke euch in die Breakout-Gruppen und wir sehen uns in 4 Minuten wieder. Herzlich willkommen zurück. Ihr könnt jetzt wieder entscheiden, ob ihr eure Kamera wieder ausmachen möchtet oder sie anlassen möchtet.
Ihr seid alle auf stumm geschaltet, sodass wir dann jetzt hier gleich gemeinsam, wenn alle ihren Weg hierhin zurückgefunden haben, starten können. Gut. Lieber Lars, liebe Lene, lieber Stefan, kommt zu mir. Und Vincent. Ich bin bei dir. Wunderbar, das ist doch sehr schön. Wir fangen jetzt mal mit einer kleinen Umfrage an, die wir an euch, liebe Teilnehmende, habt. Dazu bitte ich euch, den Link, den ihr in dem Zoom-Chat findet, zu klicken. Da kommt ihr dann gleich auf diese Abfrage. Wenn ihr den jetzt einfach zeitgleich mit uns klickt, landet ihr auf der Ansicht, die wir hier haben. Und da könnt ihr dann, es funktioniert schon wunderbar, abstimmen. Nämlich, wie sehr ihr diesen beiden Polen zustimmt. Wir haben auf der einen Seite, Schule braucht mehr Freiheit. Wenn ihr sagt, auf jeden Fall, bitte ganz nach rechts ziehen zu, ich stimme vollkommen zu. Wenn ihr sagt, Schule braucht mehr Struktur, dann auch wieder das gleiche Spiel. Wenn du vollkommen zustimmst, dann ziehst du dir einfach den Cursor komplett nach rechts. Und wir können hier live, weil Vincent uns die Ansicht teilt, gucken, wie das Ergebnis gerade aussieht. Also, wenn ihr euch den Link klickt oder zu Menti geht mit dem Code 5019016, dann könnt ihr abstimmen. Gut, wir haben auf jeden Fall eine Siegerin und die ist Schule braucht mehr Freiheit. Ich begrüße jetzt nochmal ganz offiziell unsere beiden Teilnehmenden von der Freiherr vom Stein Schule in Neumünster. Lene, du bist Schülerin an dieser Schule. Mach doch euer Mikro kurz an und sag du mir doch mal mit einem Daumen hoch oder Daumen runter, braucht Schule mehr Freiheit oder braucht Schule mehr Struktur? Kannst du sagen? Also ich finde persönlich, dass beides wichtig ist, aber ich finde, Schule braucht auch sehr viel mehr Freiheit. Herzlichen Dank. Lars, du sitzt neben Lene. Genau. Sag du mir doch nochmal einen Satz. Was also ich habe das ja in der Vorankündigung auch schon gesagt, Freiheit geht nicht ohne Struktur. Wir versuchen ja immer zu kämpfen gegen dieses Vorurteil, wenn man frei arbeitet, ist das alles ungesteuert und ohne Struktur und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, was Lena auch sagte, wir brauchen das auch und wir haben es vielleicht sogar mehr als den klassischen Unterricht da. Ich bin ganz gespannt, was du uns gleich erzählen wirst, ob ihr Strukturen habt, die auch von anderen als Strukturen anderer Schulen eingeordnet werden. Oder ob wir danach hören, wenn ihr das mit Struktur meint. Na gut, dann schauen wir mal. Stefan Rupana ist bei uns, Rektor der ASW und Vorstandsvorsitzender Materialnetz EG. Stefan, was sagst du, wenn du da drauf guckst? Ja, ich hätte mir noch stärker erwartet, dass man mehr Freiheit braucht. Weil ich sage, eine Struktur kommt von allein. Also erstmal müssen wir Freiheit lassen. Das hat eine Schule hat so viele Vorgaben von oben. Das sind alte Vorgaben von weiß Gott wann, die viele gar keinen Sinn mehr machen. Und wir bräuchten insgesamt viel mehr Freiheit. Herzlichen Dank für diese Einschätzung. Gut, Vincent, danke für die Ansicht. Also, für uns ist ganz wichtig, dass wir eure Fragen mitkriegen, liebe Teilnehmenden. Wir sind zu viele, als dass wir hier im Zoom-Chat eure Fragen mitkriegen könnten. Wenn ihr eine Frage habt, geht bitte zu Menti, da wo wir gerade waren. Wir haben den Link gleich nochmal im Chat und gebt uns eure Fragen dort ein. Für uns ist dann noch ganz wichtig, dass ihr die, die ihr wirklich beantwortet wissen wollt, mit einem Daumen nach oben zieht.
Wir schaffen es erfahrungsgemäß immer nur, die Fragen hier aufzugreifen, die die allermeisten Daumen haben. Für mehr ist einfach nicht Zeit. Also klickt euch auf den Link, schreibt entweder eure Frage rein. Es ist so ein bisschen missverständlich. Auch wenn ihr nur voten wollt, müsst ihr trotzdem euch da reinklicken und dann gebt uns einen Daumen, dann können wir eure Fragen beantworten. Wunderschön. Lars, möchtest du uns etwas mehr erzählen, wie das an eurer Schule läuft, zusammen mit Lena? Freiheit, Struktur, wie kann eine digitale Schule beides ermöglichen? Ja, sehr gerne, Julika. Also erst nochmal, ja, von mir auch herzlich willkommen. Wir sind hier ganz oben im Norden in Neumünster, Schleswig-Holstein. Und sind im Grunde ja eine Schule, die von Klasse 5 bis 10 hier Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Das heißt also im Alter von 10 bis circa 17 Jahren. Unsere Schüler verlassen uns leider dann mit der 10. Klasse, wenn es ja richtig spannend wird auch. Die eine Oberstufe haben, wissen das wahrscheinlich. Und wir haben uns auf den Weg gemacht von einer ganz klassischen Realschule, so wie es früher hier noch hieß. Dann gab es die Schulreform. Wir hatten keine Realschulen mehr und jetzt haben wir Gemeinschaftsschulen hier flächendeckend neben den Gymnasien. Und da haben wir uns auf den Weg gemacht, ja, eine Reform hier durchzuziehen, auch in der Schule, die ja richtig ganz neue Schule denkt. Und wir haben einmal einen kleinen Film vorbereitet, beziehungsweise haben einen kleinen Film, den wir euch zeigen wollen. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich versuche das mal jetzt hier freizugeben. Hoffentlich klappt das jetzt. Und dann wollen wir mal sehen, ob ihr das alle hört. Lea ist neu an der Steinschule. Ben ist ihr Lernpate und erklärt, dass heute ein neues Projekt beginnt. Ein Projekt ist wie ein Computerspiel mit 5 Leveln. Das Endlevel ist die Lernprobe nach 5 Wochen. Zuerst erfahren Sie das Thema für das Projekt. Dinos und Urknall. Genau Leas Ding. In Level 1 erstellen die Schüler ein Mindmap. Lea kennt alle Dino-Arten und kann super mitmachen. Auf zu Level 2. Lieblingsarbeitsthemen aussuchen im Advanced Organizer. Im Netz oder an den 3 Säulen im Flur. Lea träumt. Zur Lernprobe will sie einen großen Eoraptor basteln. Er soll 1 Meter groß werden, genau wie das Original. Also geht sie direkt zum Endlevel und holt Bastelzeug für ihren Eoraptor. Doch halt! Ben erinnert Lea, kein Level auszulassen. Okay, also zurück zu Level 3. Eintrag von Leas Lernzielen in das Logbuch. Dann Level 4. Dafür muss Lea verdammt viel lesen. Doch wie im Computerspiel beißt Lea sich durch. Was steht da? Zusammenhänge zwischen Klimawandel und Aussterben der Dinos erklären. Dazu weiß sie leider gar nichts. Also das Feld rot umranden. So kann Lea sehen, wo sie noch mehr lernen kann. Was sie schon weiß, wird grün gemalt. Und das ist viel. Lea ist ja auch ein Dino-Profi. Puh, die Kompetenzraster und damit Level 4 sind geschafft. Lea ist erleichtert. Endlich Level 5. Jeden Tag was Neues lernen. Meteoriteneinschläge, Klimawandel, aus roten Kästchen werden grüne. Die Lernlandkarte wird immer bunter. Nach 4 Wochen Endlevel. Die Lernprobe. Sie wird cooler, als Lea sich erträumt hat. Ein Schauspiel. Lea ist der Eoraptor. Ben ist der Meteorit. Einschlag, ausgestorben. Tosender Applaus. Alle Level geschafft. Und Lea hat viel Neues gelernt. Ja, das war so... muss ich erstmal sehen, dass ich hier auch wieder herkomme. Genau, das ist so ganz schnell in einem kleinen Film erklärt, wie wir uns Schule vorstellen, wie wir arbeiten. Das heißt also, wir verarbeiten in Projekten, immer in 5-wöchigen Projekten. Und wir haben noch so eine kleine Präsentation vorbereitet, wo wir dann mal schauen können, wie die Schüler dann in diesen Projekten
auch arbeiten, wie das funktioniert. Das heißt also, jetzt müssen wir mal stehen, jawohl. Als wir uns neu erfunden haben, haben wir eigentlich festgelegt, dass das ganze Lernen heutzutage nicht ohne Digitalisierung geht. Das heißt, wir haben bei uns sind wir Modellschule für digitales Lernen geworden, relativ schnell, und haben gesagt, anders als anderen Schulen vielleicht, bei uns sind diese digitalen Medien in allen Fächern drinne. Wir dürfen sie überall benutzen. Bei uns sind Schüler so, dass sie ihre Geräte mitbringen, dass sie hier im Netz sind, was viele andere Schulen auch schon haben. Aber wir nutzen sie wirklich in allen Bereichen. Und wir haben unsere Schule dann in drei große Bereiche aufgeteilt. Ganz links das Fachlernen, in der Mitte das forschende Lernen und dann auch immer wieder Projekte. Und das sind andere Projekte als jetzt diese fünfwöchigen Projekte, sondern unsere Schüler sind immer einmal im Jahr im Raum für eine Woche und in der Küche bereiten sie das Essen für alle Schüler vor, was im Moment in Corona-Zeiten so ein bisschen auf der Strecke bleibt, aber was wir hoffentlich bald wieder neu beleben können. Und in allen Bereichen ist immer das Digitale mit eingebaut. Und Lene wird jetzt uns einmal erzählen, wie eigentlich die Schülerinnen und Schüler und aus Sicht der Schülerinnen und Schüler so ein Projekt dann gelernt wird. Und dafür haben wir dann diese Geschichte. Und Lene. Also als erstes wird uns erstmal das Thema angegeben. In dem Fall ist es jetzt typisch mir. Bisschen dichter vor. In dem Fall ist es jetzt typisch Junge, typisch Mädchen, dann klicken wir halt auf den Link bei Joomla und wählen uns dann eine Säule aus. Zum Beispiel jetzt das Thema Erwachsenwerden, dann können wir da halt die Advanced Organizer anschauen und das ist dann so eine, ja, wie nennt man das, so eine Übersicht. Danke. Übersicht über das Thema, wie wir da arbeiten, was wir da machen, den holen wir uns meistens, den Kompetenzraster, den malen wir dann an, um zu schauen, ja, wo habe ich Probleme, wo kann ich das schon oder wo weiß ich immerhin ein bisschen, was ich machen soll. Dann können wir auf die verschiedenen Kompetenzen klicken, halt kommt drauf an, wie wir schon dabei sind, wenn ich eine komplett rot habe, klicke ich darauf. Und schau mir dann das Material an, kann mir den Wissensspeicher dazu anschauen, schau mir die Links dazu an, um herauszufinden, wie ich in diesem Thema wirklich weiterkomme, dass ich diese Kompetenz grün kriege. Ja, super, vielen Dank. Genau, das ist so im Schnelldurchgang im Grunde das, was die Schülerinnen und Schüler oder wie sie an unserer Schule lernen, wenn sie die digitalen Geräte haben. Alles andere oder alles ist auch nochmal in Papierform für diejenigen, die sagen, digital ist gut, es ist auch zum Nachschlagen sicherlich gut, aber ich möchte tatsächlich ein bisschen haptisch und noch ein bisschen mehr am Papier sein, können sich das auch holen. Das ist Zusatzmaterial ist natürlich im Online-Bereich immer da und kann so ganz gut durchgearbeitet werden. Was ganz wichtig ist und das vielleicht auch zu dem Thema, wir haben das im Film schon eben gerade gesehen, diese berühmten Lernlandkarten. Das heißt, wir sagen immer, das Lernen visualisieren, das Lernen sichtbar machen. Das heißt, im Endeffekt sind die ganz grundlegenden Dinge einmal das Kompetenzraster, mit dem jeder Schüler in jedem Fach arbeitet. Und mithand dieser Kompetenzraster kann man im Grunde sein Lernen dann sichtbar machen. Das heißt also, in der Lernlandkarte, das Kind selber kreiert, klebt es dann die jeweiligen Felder auf. Je nachdem, ob es eben grün, rot oder gelb ist, kann man auch bei einem Beratungsgespräch, was die Lehrer dann machen, relativ schnell sehen, wo steht der Schüler, wo kann ich ansetzen. Gleichzeitig hat jeder Schüler das Logbuch. Das ist unten rechts zu sehen, dass da werden sozusagen die Ziele eingetragen, die Wochenziele, aber auch die Tagesziele. Was habe ich heute gemacht? Was habe ich gelernt? Wo waren Stolpersteine? Wie arbeite ich weiter? Und das sind alles die Grundlagen, die wir dann immer bei den Lernberatungsgesprächen mit den Schülern auch ranziehen. Das heißt also, eine Struktur, die da ist, wo jeder Schüler weiß, es ist in jedem Fach gleich, ich muss das machen. Und am Ende eines jeden Tages hat jeder Schüler eine 30-minütige Reflexionsphase mit einem Lehrer, wo das alles nochmal zusammengefasst wird und dann eben da das in dem Logbuch auf jeden Fall dokumentiert wird und mit Hilfe der Lehrer dann auch weitere Wege und weitere Schritte dann beraten werden.
Ja, das ist so in einem wahnsinnigen Galopp durch unsere Schule. Ich hoffe mal, dass das so ein bisschen klar geworden ist. Ich glaube, nachher in den Fragen können wir noch ein bisschen mehr arbeiten. Aber entscheidend ist es, glaube ich, diese Freiheit, von der Stefan auch vorhin sprach. Man muss den Schülern dieses Vertrauen entgegenbringen, dass sie lernen, dass sie auch selbstständig lernen und dass es nicht nur mit dem Lehrer geht, sondern dass sie das eigentlich prinzipiell wollen. Und dass man dann eben anhand der Beratung eben das Kind dadurch schiebt und den Jugendlichen zu guten Erfolgen bringt. Und man wird überrascht sein, was tolle Erfolge man erreichen kann, wenn man Kinder frei lässt. Und das kann ich nur jedem raten. Das war es von uns aus dem Hohen Norden. Ganz herzlichen Dank in den Hohen Norden. Ich zeige euch mal kurz euren Applaus. Dankeschön, Dankeschön. Herzlichen Dank dafür. Eine ganz kurze Nachfrage, ob die Schülerinnen und Schüler in den 5 Wochen ausschließlich an dem Projekt arbeiten. An dem Projekt mit dem Oberthema, ja, aber sie haben eben diese Wahl zwischen den 3 Säulen. Das heißt, das entscheidet der Schüler selber und dann arbeitet aber 5 Wochen an der einen Säule, die er gewählt hat. Also wenn man eine Klasse sich anguckt, wir haben auch jahrgangsübergreifende Klassen, also wir haben im Grunde nur 2 Klassenstufen, 5, 6, 7 und 8, 9, 10 und da entscheidet sich der Schüler dann für die Säule und da arbeitet er 5 Wochen dran. Und jetzt habe ich nochmal, ich bin ganz neugierig, Lena, der Film gerade, ne? Also da war ja Lea zum Beispiel und die war der Eoraptor. Wie präsentiert ihr, also wie präsentierst du nach 5 Wochen das Ergebnis von diesem Projekt? Ja, es kommt halt darauf an, was ich gemacht habe. Meistens präsentiere ich vor der Klasse, also den präsentieren wir vor der Klasse. Aber es kommen auch andere Klassen zu uns rein und dann präsentieren wir davor. Aber es geht jetzt durch Corona halt nicht. Deswegen präsentieren wir nur vor der Klasse. Aber an sich können wir auch vor unserem ganzen Gang präsentieren. Die kommen dann zu uns rein, stellen Fragen, füllen so einen Bogen aus und dann kriegen wir die Bewertung dafür. Okay, ja, herzlichen Dank. Gut. Ich hätte natürlich an dieser Stelle noch ungefähr 27 Nachfragen, kneife mir die aber und würde an dieser Stelle direkt zu Stefan überleiten. Und dann gucken wir gleich, Stefan, nach deinem Input nochmal gemeinsam auf Mentimeter. Und gucken jetzt aber erstmal, was du meinst, wenn du Schmetterlingspädagogik sagst. Ja, hallo zusammen, darf alle recht herzlich grüßen. Jetzt diesmal ganz aus dem Süden. Ich bin im Süden von Baden-Württemberg, wir sind in der Nähe der Schweizer Grenze. Wir waren vor 10 Jahren eine Grund- und Hauptschule bis Klasse 9 mit ca. 300 Schülern. Und wir sind inzwischen eine Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe, die inzwischen bis zum Schuljahr 12 fortgeschritten ist, mit 760 Schülern. Wir haben ein starkes Wachstum hinter uns und einen kompletten Wandel der Pädagogik. Wir steuern gerade jetzt zurzeit den nächsten Schritt an, die Schmetterlingspädagogik. Da muss man aber dazu sagen, was mein Vorgänger schon gesagt hat, Lars, also wir arbeiten auch mit Kompetenzrastern. Wir haben eine digitale Lernplattform, auf der sämtliche Informationen zusammenlaufen, wo sämtliche Informationen drin sind, wo sämtliche Materialien hinterlegt sind. Jeder Schüler hat ein iPad, das ist, wir nennen es iPad One-to-One, also jeder hat sein eigenes. Wir stellen die Lernmaterialien bereit, wir machen Coaching, wir haben keine Klassen. Wir haben keine Klassenzimmer, wir haben eigentlich überhaupt keine normalen Räume mehr. Wir haben nur noch Lernatelier und Marktplätze, also kooperative Lernbereiche, Inputbereiche. Wir lernen sehr viel außerhalb der Schule, im Wald, am Bach, in Betrieben, überall komplett verteilt. Und wir hatten bisher noch an manchen Stellen so Unterrichtsstrukturen, zum Beispiel am Nachmittag. Also wir beginnen am Morgen mit Musik und dann arbeiten wir frei in den verschiedenen Fächern. Da gibt es mal eine Inputstunde, die man belegen kann, wenn man will. Die meisten, ich würde sagen, mehr als die Hälfte belegt die Inputstunden gar nicht in Mathe und Deutsch, weil die lieber gleich die Lernmaterialien nehmen, sich die Filme, die Erklärfilme angucken, lernen damit und
schreiben. Es gibt auch keine Klassenarbeiten im Sinn, sondern jeder schreibt seinen Test, wenn er halt soweit ist, wenn er die Sachen kann. Und am Nachmittag hatten wir bisher noch Clubunterricht. Das heißt, dreistündig, zum Beispiel bei mir den Heimatclub, das ist immer im Sitzungssaal des Rathauses, lernen da über die Region was kennen. Wir haben den Mittag dann komplett für uns. Wir können also auch Exkursionen machen oder weiter weggehen oder sagen wir, gehen am Abend noch gemeinsam grillen. Und das machen wir immer im Trimester. Das heißt, ein Trimester belegen die bei mir Heimat, dann kriege ich die nächste Gruppe und dann wieder die nächste Gruppe. Und das können die wählen. Diese Clubs machen wir zum Teil aber noch, aber jetzt wird es noch viel freier. Denn wir machen die Schmetterlingspädagogik und da mache ich jetzt die nächste Folie mit dem Schmetterling. Und zwar, da sieht man zwei Flügel. Der Schmetterling hat zwei Flügel, einmal SOL und einmal LDE. SOL ist das selbstorganisierte Lernen. Das heißt, das ist der Teil, an dem es Lernmaterialien gibt, die sehr gut strukturiert sind, wo am Anfang ein Erklärfilm ist und wo dann, also zum Beispiel in Englisch, jetzt habe ich gerade heute mit den Fünftklässlern, Thema Queen, dann ist ein Text über die Queen, dann ist ein Film über die Queen, dann sind Texte, die man hören kann, dann sind ein Klick, habe ich alle Vokabeln auf einem Quizlet drauf, dann sind verschiedene Learning-Apps da in dem Material, die kann ich anklicken, kann es mit dem Material üben. Wenn ich meine, ich kann es, dann kann ich einfach den Gelingensnachweis ablegen. Dann treffe ich mich mit dem Lehrer und spreche über die Queen, zeige die Materialien, die ich erarbeitet habe und mache den Nachweis. Solche sind Mathe und Deutsch auch. Ich habe ein Thema, zum Beispiel Bruchrechnen, dann arbeite ich damit und dann, wenn ich Lust habe, schreibe ich den GN. Das hat in Deutsch, Mathe, Englisch schon seit Jahren hervorragend funktioniert und jetzt weiten wir das in Corona-Zeiten auf alle Fächer aus. Also jede Fachschaft überlegt sich, was sind Themen, die ich selbstorganisiert lernen kann, zum Beispiel in Biologie, die Photosynthese. Dann kann ich Arbeitsmaterial dazu machen, dann kann einer sagen, ich weiß, was Photosynthese ist, dann kann er einen Gelingensnachweis schreiben. Gelingensnachweis im Gegensatz zu einem Test ist, ein Gelingensnachweis kann ich wiederholen. Das heißt, ich muss 25 und 30 Punkten haben, habe ich die nicht, kriege ich genau Nachricht, was ich nicht konnte und weiß genau, mit welchem Material ich jetzt das nachlernen muss und mache gegebenenfalls ein paar Tage später den Gelingensnachweis noch einmal, bis ich es verstanden habe, wie es geht und dann kann ich das Thema abhaken. Und das selbstorganisierte Lernen muss eben so frei sein, dass es zeit- und ortsungebunden ist. Das heißt, es ist kein Problem, wenn jetzt einer, wir haben einen, der spielt in der U16 Fußballnationalmannschaft, wenn der zwei Wochen weg ist, kann er seine Sachen vor- oder nachlernen. Es ist kein Problem. Wenn es morgen schneit und ich sage, so, am nächsten Tag gehen wir Skifahren, dann kann ich unsere Dealer reinschreiben, wer Lust hat, geht mit zum Skifahren, dann darf, oder zum Schlittenfahren, dann darf kein Lehrer sagen, ja, halt mal, der hat ja bei mir Englisch oder hat bei mir Geografie, der würde ja da fehlen. Das Problem haben wir nicht, weil es die SOL-Materialien gibt. Beim Lernen durch Erleben ist unser Ansatz, dass vieles, was ich früher, als ich ein kleiner Junge war, in Höchenschwand gelebt habe, was ich dort erlebt habe, ich konnte beim Metzger hinten reinschauen ins Schlachthaus, ich war beim Schuster, ich war mit den Bauern unterwegs, Kartoffel ernten, dass die Möglichkeiten haben die Kinder heutzutage nicht mehr. Das heißt, das Erleben müssen wir organisieren. Wenn ich zum Beispiel eine Aktion mache, sage, wir gehen in die Wutachschlucht, eine Woche, welches Team organisiert die Logistik, das heißt, dass die Zelte und alles dort ist, wer organisiert das mit dem Essen, dass das plastikfrei ist, dass das nachhaltig ist, wer organisiert die Klettersachen spricht mit dem Wutachranger, wo wir klettern können, wer macht die Exkursionen und so weiter. Das heißt, dann sind wir eine Woche weg. Wenn wir eine Woche weg sind in der Wutachschlucht, dann darf es kein Lehrer geben, der sagt, halt, bei mir fällt ja der Sportunterricht aus oder bei mir fällt Englisch oder sonst irgendwas aus. Das heißt, dass selbstorganisierte Lernen, das sehr, sehr strukturiert ist mit Materialien, ermöglicht uns das, dass wir Lernen durch Erleben machen können. Dass wir Musicals machen können, dass wir forschen können, dass wir Sachen machen können, die ein Schüler selber gerne machen will. Man sagt, das ist mein Ding, das will ich machen. Diese Zeit können wir uns dadurch nehmen. Unser wichtigstes Werkzeug ist dabei die Digitalisierung. Es würde nicht gehen, wären wir nicht komplett digital durchstrukturiert. Das heißt, alle Materialien zum selbstverantwortlichen Lernen sind da. Jeder hat sein iPad, jeder weiß, wie es funktioniert. Es ist klar definiert, in welcher Peer-Lerngruppe lerne ich gemeinsam. Die sind für sie gegenseitig verantwortlich. Jeder hat seinen Lernbegleiter. Der Lernbegleiter berät ihn jede Woche im Coaching-Gespräch, was
denn so gelaufen ist die Woche und wie es weitergehen soll. Und wir haben auch keine Klassen, sondern wir haben gemischte Lerngruppen von 5 bis 7 und gemischte Lerngruppen von 8 bis 10. Und die sind untereinander auch wieder gemischt. Also bei uns kann ein Fünftklässler neben einem Zehntklässler sitzen. Es ist kein Problem. Auch in der Oberstufe sind wir noch nicht ganz so weit, weil wir das neue Gebäude jetzt gerade erst bauen. Aber auch da wird es keine Klassenzimmer mehr geben. Im kommenden Schuljahr können wir dann quasi auch die, also in einem Jahr 11 bis 13 eine neue Lerngruppe noch machen. In der Grundschule werden wir auch im kommenden Jahr dann die Familienklassen einführen, 1 bis 4. Mit der Jahrgangsmischung machen wir sehr, sehr gute Erfahrungen, weil wir da ältere Kinder, jüngeren helfen können oder ein Mathe-Spezialisten einem Nicht-Mathe-Spezialisten helfen kann und umgekehrt. Es ist sehr, sehr schwierig, in ganz kurzer Zeit unser System so genau vorzustellen. Sie können ruhig auf die nächste Folie klicken. Selbstorganisiertes Lernen, da ist nochmal eine Definition, das ist aber eine sehr, sehr grundlegende Definition. Wir legen halt, für uns ist das Handwerkszeug ganz wichtig, dass die halt richtig gut arbeiten können. Wir, die Lernmaterialien machen wir im Übrigen selbst, man kann schon wieder weiterklicken. Auch die Erklärfilme, das ist Job der Schüler, die herzustellen. Wir haben ein eigenes Media Lab, in dem die Filme herstellen. Wenn ein Lehrer sagt, oh, ich, zum Beispiel heute war ich mit einer Schülerin, ich habe den Heimatclub, ich bräuchte noch ein Erklärvideo über die Landkarte vom Kreis Waldshut, dann habe ich ihr gesagt, was da rein soll und sie schreibt das Drehbuch, sucht sich ein Filmteam zusammen und macht dann diese Aufnahmen. Das ist quasi schon Teil LDE, Filmteam sein. Jetzt können wir nochmal weiterklicken. Für uns ist Grundlage auch, weil wir die 21st Century Skills erreichen wollen, weil wenn man sich sehr gut überlegt, die Sachen, die jetzt da stehen, Flexibilität, kreative Problemlösung, virtuelle und persönliche Kommunikation und Kollaboration, dafür ist der herkömmliche Unterricht nicht geeignet. Und in der letzten Folie darf ich noch darauf hinweisen, dass wir all diese Materialien, die wir machen, inzwischen, wir haben mit 43 Schulen bisher die geteilt, das heißt, jede Schule hat einen Teil dazu beigetragen. Inzwischen haben wir eine gemeinnützige Genossenschaft gegründet und jetzt sind wir gerade am Anfang, seit September, am Einstellen auf dieser Plattform, wo jedermann die Materialien kostenlos runterladen kann. Also, und da haben wir viele Sponsoren, viele Stiftungen, die Heidehoff-Stiftung, die Schöpflin-Stiftung, die Stolpiter-Stiftung, die Montag-Stiftung, das Land Hessen hat das dazu gegeben und viele Helden der Bildung, das sind Firmen, die dann sagen, wir betreuen ein Materialpaket, wir geben das Geld für ein Materialpaket und sponsern auch die Erneuerung des Materialpakets mit einem Beschwerdewesentrag pro Jahr. Das heißt, da steckt inzwischen einiges Geld drin. Und unser Ziel ist, dass wir hochwertige Bildung für jedermann kostenlos zur Verfügung stellen. Und das Allerschönste ist, es macht wahnsinnig Spaß jeden Tag. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das war, würde man sagen, auch einen Applaus wert. Dankeschön, Stefan Rupana. Ja, wir wissen, dass es nicht einfach ist, diese ganze Fülle, die ihr Praktiker und Praktikerinnen mitbringt, in diesen 10 Minuten unterzubringen. Trotzdem danke, dass ihr das so gut in der Zeit hinbekommen habt, einen Einblick zu geben, weil jetzt bleibt uns nämlich mehr Zeit, die Fragen von den Leuten, die hier teilnehmen, uns anzugucken. Und dafür schalte ich dann gleich zu Vincent rüber. Ich möchte nur noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir die Präsentationen von Stefan und Lars auch online stellen. Das heißt, auch der Link zum Materialnetz ist dann da drinnen in der Präsentation. So, Vincent, wie sieht es aus? Was sagt unser Menti? Welche Frage muss dringend beantwortet werden? Es gab eine ganze Menge an Fragen. Ich blende das hier mal ein. Es gab, ich sage jetzt mal, grundsätzliche Fragen, die beide oder alle drei Referierenden gleichermaßen betreffen, die beiden Referenten und die eine Referentin. Ich würde jetzt erstmal auf die grundlegenden Fragen klicken, oder? Zum Beispiel, ändert das sich jetzt? Ja, genau. Ich glaube, das ist was
man euch dreien alle gemeinsam fragen kann, wie gelingt es eigentlich, selbstregulativ fürs Lernen zu etablieren? Danke, Vincent. Ja, vielleicht fangen wir damit an, weil dazu gibt es immer wieder, nicht nur hier in dem Chat, natürlich die Fragen. Ne? Also wie gelingt es, dass eben die Schülerinnen und Schüler selber Strukturen finden? Ne? Also personalisiertes Lernen, unabhängig von Ort und Zeit. Was mache ich, wenn ich eigentlich 4 Tage hintereinander Schlitten fahren gehe? Und so weiter. Was habt ihr uns zu dieser Frage zu sagen? Wer möchte beginnen? Lars? Ja, also erstmal überhaupt das in der Schule zu implementieren, ist natürlich, muss verschiedene Gelingensbedingungen haben. Das heißt, also wir hatten die glückliche Situation, dass wir hier in Schleswig-Holstein eine Schulreform hatten und wir haben ganz, ganz viele Kollegen gehabt, die sehr, sehr unzufrieden waren. Ich glaube, das sind so erstmal für schulische Seite erstmal die Sachen. Und ja, ich sage immer grundsätzlich, wir haben ja kein gesundes System umgeschubst, sondern es krankte ja schon. Und bei uns war es so, dass wir hier bei uns an der Schule eigentlich sehr unzufrieden waren. Und deswegen haben wir das so gemacht. Wie schaffe ich das, dass ein Schüler, ich muss es dem Menschen Vertrauen gegenüberbringen. Das heißt also, wenn ich eine Selbstverantwortung schulen will und erreichen will, muss ich auch loslassen können. Das heißt also, dieses typische, ich kontrolliere, und wir haben früher immer gesagt, die Kontrollettis, die sind natürlich an solchen Schulen natürlich nicht ganz glücklich. Und das muss man auch wissen, dass es auch Kollegen gibt, die gehen. Und es gibt auch Eltern, die gehen. Das weiß ich nicht, wie es bei Stefan ist. Also bei uns ist es so, nicht unter Absingen von schmutzigen Niedern. Das ist mir immer wichtig, dass man im Gespräch ist. Aber ich sage dann auch meistens, wenn wir im Gespräch waren und die Eltern dann sagen, nee, das glauben wir nicht, wir schaffen das nicht, dann muss man sie ziehen lassen. Also ich kann sagen, Vertrauen an die Schüler und jetzt wieder Struktur. Wir haben bei uns an der Schule alle 3 Monate Bilanz- und Zielgespräche heißen die, mit den Eltern, mit den Schülern zusammen. Und da werden immer so Etappengeschichten, Etappenziele besprochen. Und da fällt das dann auf. Und da kann man durchaus auch mal beratend dann eingehen und sagen, musst du jetzt das 4. Mal wirklich rodeln fahren. Lena, wie ist es für dich? Sag mir nochmal, seit wann du an der Schule bist. Und fällt dir das leicht oder fällt dir das schwer, selber dir so deine Zeit einzuteilen? Oder ist das mal so und mal so? Ich bin jetzt seit 2018er Schüler, also seit 3 Jahren jetzt circa. Und ich muss ehrlich sein, am Anfang hat mir sogar die Motivation gefehlt, selber was zu arbeiten, selber zu planen. Aber da habe ich bemerkt, wie wichtig es ist, hier in dieser Schule zu planen, dass ich mit dem Thema vorankomme. Und da hat mir das Vertrauen der Lehrer auch übelst geholfen, weil einfach, es war halt eine super Erfahrung, dass die Lehrer einem hier so vertrauen, dass du das hinkriegst, dass du das hinkriegst mit dem Plan, dass du es hinkriegst, alleine zu arbeiten. Und das hat denn mir irgendwie die Motivation gegeben, dass ich selber plane und dass ich mir den Tag organisiere, wie ich jetzt hier arbeite. Das ist bemerkenswert, sage ich mal, so ganz vorsichtig. Das ist natürlich ein großes Ziel, was du da jetzt schon erreicht hast. Stefan, wie würdest du auf die Frage antworten? Wie sieht es aus? Ja, ich habe also 2 Gesichtspunkte. Zum einen mal habe ich als Schulleiter erstmal Tatsachen geschaffen. Das heißt, wir haben die Wände rausgerissen. Es gab keine Klassenzimmer mehr. Es kann also keiner mehr die Türe zumachen und sagen, so, jetzt passen wir auf, jetzt machen wir das und ihr schreibt es auf der Tafel. Aber es gab keine Tafeln. Es gab keine Klassenräume mehr. Das heißt, ich als Lehrer muss was anders machen. Ich muss das selbstorganisierte Lernen fördern. Und dafür haben wir dann auf der anderen Seite Werkzeuge, wie zum Beispiel die Graduierung. Die Graduierung sagt, du bist, wenn du kommst, bist du Neustarter, hast als Lernpartnerin, also wir sagen nicht mehr Schüler, Schülerin, wir sagen Lernpartnerin. Du hast bestimmte Rechte und du, wenn du mit den Rechten gut umgehen kannst, kannst du sogar Durchstarter werden, hast du noch mehr Rechte. Wenn du mit denen nicht gut umgehen kannst, bist du Neustarter, hast du weniger Rechte. Und wenn du noch Verantwortung für die Allgemeinheit übernimmst, hast du noch mehr Rechte, dann bist du Lernprofi. Dann kannst du zum Beispiel zu Hause lernen, musst gar nicht mehr in die Schule kommen oder du bist ganz frei, du bist gleichwertig wie eine Lehrkraft. Und diese Freiheiten, die streben das sehr an, diese Graduierung möglichst
gut zu sein. Dann haben wir das wöchentliche Coaching. Wir haben das spezielle Material, und was der Lars gesagt hat, das mit dem Vertrauen ist das Kern der ganzen Sache. Das heißt, wenn ich jemand voll vertrauen kann, dann klappt das sehr gut. Und das Schwierigste ist für viele Lehrer ist, dass sie aus aushalten, wenn einer nichts machen will. Es ist okay. Wir haben den trotzdem lieb. Es ist sein Leben, seine Zukunft. Solange er niemand anders stört, darf er bei uns sein, unsere Luft atmen, und da haben wir genug davon, und darf mit uns zusammen sein. Und irgendwann geht es schon los. Wir haben das mit den Eltern, das hat man einzelne Fälle auch schon, dass sie gehen, aber global gesehen, als ich gekommen bin, hatten wir etwa 30 Anmeldungen in der 5. Klasse. Und im letzten Jahr hatten wir 145, von denen wir nur 100 nehmen konnten. Das heißt, wir haben einen riesen Andrang in allen Bereichen. Ja, danke schön. Lars und Lene, ich sehe schon, dass ihr beiden schon darüber diskutiert, ob ihr das nicht auch einführt, dass man dann gar nicht mehr kommen muss und einfach zu Hause bleibt. Aber so wie ich eure Schule einschätze, ist es vielleicht auch ganz nett, dass ihr da zusammenkommt. Ja, das Vertrauen kommt immer wieder. Und Stefan, du hast es gerade gesagt, ne? Also eben auch fernab des Leistungsdruckes, das auch selber auszuhalten, ne? als Lehrkraft dann. Vincent. Ich habe hier tatsächlich zwei Fragen, ja, die ganz gut anschließen. Glaube ich, sind die am ehesten an Lene gestellt, aber vielleicht können ja auch die beiden Kollegen was dazu sagen. Ich mache erstmal die Frage, die ein bisschen negativ ist. Wir machen im Lernbüro und in offenen Lernlandschaften die Erfahrung, dass die Schülerinnen und Schüler zwar frei arbeiten wollen, eine strukturierte Planung aber lästig finden. Was tun? Und dann möchte ich aber sozusagen die Frage noch vorlesen, die aus meiner Sicht da gut dazu passt und die wir dann auch sozusagen stehen lassen im Hintergrund. Wie kann ich Schüler dazu befähigen, notwendige Strukturen autonom auszubilden? Also Prinzip, Lene, du hast ja vorhin schon angefangen, die Frage zu beantworten, wie das bei dir sozusagen genau war und wie du unterstützt wirst. Vielleicht kannst du da einfach noch ein bisschen mehr erzählen, wenn du willst. Du kannst jetzt erzählen. Ich habe die Frage nicht ganz verstanden, das meinte ich. Vielleicht, Lene, vielleicht, also wenn du vorhin gesagt hast, am Anfang hast du es dir selber gar nicht so richtig zugetraut. Ne? Was ist da passiert, dass du es geschafft hast, für dich selber das zu planen? Also selber diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich strukturiere mir das jetzt so und so. Wie hast du das geschafft? Also ich glaube, dass man vielleicht als Lehrkraft, wie ich sagte schon, oder das sagte Stefan auch gerade, aushalten muss, dass jemand nichts macht und vielleicht sogar sehen muss, dass man scheitert. Also dass man wissenden Auges denjenigen erstmal in den Abgrund stürzen lässt, damit er sich wieder aufrappelt und aufsteht. Und ich glaube, das halten viele Menschen nicht aus. Das heißt, also das zu schaffen, ist, glaube ich, in unserem Lehrerkopf nicht ganz so verhaftet. Und da haben wir tatsächlich große Schwierigkeiten immer mit. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den du vorhin gemeint hast, Lene, dass man erstmal sehen muss, ja, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, waren vielleicht irgendwo auch mal negative Erfahrungen oder hast du mal gesagt, Mensch, da habe ich nicht gut gearbeitet oder was ist dann passiert mit dir? Ich habe tatsächlich die erste Zeit echt nicht gut gearbeitet. Ich bin null im Thema vorangekommen. Ich habe nichts geschafft und da habe ich bemerkt, haben wir die erste Diagnostikarbeit geschrieben. Ich habe bemerkt, scheiße, ich kann das nicht. Ich hatte gar nichts. Dann habe ich bemerkt, okay, ich sollte vielleicht wirklich anfangen, mir dieses Lernen zu strukturieren, zu sagen, heute mache ich das und das. In dem Fach versuche ich jetzt die und die das Ziel zu erreichen. Und halt einfach es zu schaffen, meine Ziele, die ich mir selber formuliere, zu schaffen. Wir können uns ja auch Wochenziele setzen und die setze ich mir eigentlich immer ganz konkret. Also wenn ich zum Beispiel in der ersten Woche noch nicht ganz mit dem Vorwort fertig bin, dann setze ich mir das als Ziel. Oder ich bin schon so weit, dass ich mit den ersten Kompetenzen anfange. Und dann setze ich mir zum Beispiel die erste Kompetenz in Mathe als Ziel, damit ich persönlich schon mal im Thema drinnen bin, damit ich weiß, wie ich im Thema weiterarbeiten kann, wie ich das Thema schaffe, wie ich später meine Präsentation plane, wie ich später mein Produkt plane.
Ja, danke, danke. Und das ist, glaube ich, auch das mit das Entscheidende, auch diese Zeiteingabe, dass jeder sich seine eigene Zeit einteilt und dass man niemanden unter Druck setzt und dass man wirklich auch dann da sagt, du bist frei in deiner Zeiteinteilung. Und wenn die einen schon so weit sind, ist es gar nicht schlimm, dass du so meinst. Und wir, und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja, ja. Ich gebe jetzt nochmal an Stefan eine Frage weiter mit einer kleinen Überleitung. Lene, ich habe dich gerade so verstanden, dass es bei dir der Moment war, wo das abgeprüft wurde, wie weit du bist. Und das war am Anfang nicht so ein schönes Erlebnis. Und das hat dich letztendlich dazu gebracht, doch mehr zu lernen. Stefan, würdest du sagen, das ist ein hilfreiches Mittel, den Schülerinnen und Schülern ihren Lernstand zu vergegenwärtigen. Jetzt haben wir das Wort. Was sagst du dazu? Also wir haben eine digitale Lernplattform, Dealer. Da stehen sämtliche Informationen drin. Das heißt, wenn einer einen Gelingensnachweis schreibt, steht da drin, super, du hast den Bruchrechentest im GN im Regelstandard bestanden. Herzlichen Glückwunsch, super, jetzt kannst du dich den und den Aufgaben zuwenden, wenn du Lust hast. Diese Rückmeldung, die sehen die Eltern, die sehen die Kinder und die haben und unser Kompetenzrat, das sieht man dann auch, da wachsen so die Balken. Wir müssen eher die Kinder bremsen beim Lernen, dass sie nicht zu viel machen. Die entwickeln einen enormen Ehrgeiz. Früher, als wir noch nicht digital waren, war es vor Herbstferien so. Vor Herbstferien haben alle ihre Themen noch fertig gemacht, damit sie dann nach den Herbstferien neue Themen anfangen können. Wir hatten früher einen Testraum, der war dann vor den Ferien kurz voll und dann erstmal leer, weil ja alle wieder neu angefangen haben. Seit es digital ist, kommen die nach verregneten Herbstferien und die ersten Tage werden wahnsinnig viele Tests geschrieben. Das heißt, die nehmen sich die Zeit in den Herbstferien und sagen, ach, das wollte ich ja eh noch machen und ich habe gleich das Buch gelesen und ich weiß, was ich im GN dazu bringen muss. Also wir lösen uns eigentlich komplett von bisherigen Zeitstrukturen. Und wer mal die Zeit baumeln lassen will und sagen, so, ich will jetzt ein Filmprojekt machen oder sonst was, soll sich die Zeit dafür nehmen. Das ist doch kein Problem. Und oft können wir dann auch irgendwelche Kompetenzen im Kompetenzraster abpunkten. Das heißt, wenn einer bei uns ein Musical mitgemacht hat und hat da viel Text gelernt, dann kriegt er natürlich im Bereich Sprache und so weiter, kriegt er seine Punkte dort. Das heißt, wir denken auch nicht mehr komplett so in Fächern, sondern inzwischen denken wir sogar ganz andersrum. Sagen, du musst im Prinzip, du musst sagen, was kannst du, was machst du, in Sport, in welchem Verein bist du, wo spielst du Akkordeon, bist du im Musikverein, bist du bei uns im Blasorchester, ich hatte jetzt eine, die, wir haben Musikprofil, wir haben ganz viele, wir haben über 150 Blasmusiker bei uns in der Schule, da habe ich jetzt aber eine auch getroffen, die hat gesagt, ja, sie möchte Musikprofil belegen, sie macht da kein Blasinstrument, die spielt halt Akkordeon. Und dann sage ich, ja, okay, was machst du denn da? Ja, sie hat silberne Abzeichen, die macht bald goldene. Habe ich gesagt, du, wenn du die Sachen vorlegst und du bist bei mir im Chor, du hast schon x Musical mitgemacht, du hast natürlich eine 1 im Musikprofil, wenn du das gemacht hast, obwohl sie das nicht alles in der Schule gemacht hat. Wir haben Kartfahrer, die in der internationalen, in der Europa-Liga mitfahren. Das ist eine super Sportart. Auch das kann ich sportlich anerkennen. Ja. Und unseren Fußball-Nationalmannschaftsspieler, es wäre ja eine Schande, wenn ich den ans Reck hänge und der verletzt sich. Dann ist vielleicht seine sportliche Karriere beim Fußball beendet. Das heißt, wir müssen anders denken. Wir müssen sagen, weiß doch du mir nach, was du kannst. Ja, ja, okay, danke. Das bringt mich zu der nächsten Frage, nämlich der achtsame Umgang mit digitalen Medien und eben ein Thema der Selbststeuerung. Lars und Stefan, habt ihr auch in eurem, ich nenne es jetzt mal Repertoire, den achtsamen Umgang mit Medien oder das Pausen machen, das Abschalten? Wie reagiert ihr da, wenn ihr Kinder, Schüler, Schülerinnen habt, wo ihr merkt, es ist nicht so einfach, da ein Ende zu finden? Lars, magst du? Ich fange an, ja. Also grundsätzlich mal, wir haben ja auch über Stolpersteine gesprochen, ist es tatsächlich ein großer Stolperstein, dass wir als digitale Schule sagen, ein digitales Endgerät ist kein Handy. Und ein Schüler sagt, ein digitales Endgerät ist für ihn ein Handy, weil das hat er immer dabei. Und das ist natürlich jetzt manchmal ein bisschen schwierig, das bei Eltern und auch bei Schülern durchzuführen. Wir haben eben nicht diese Geschichte, die Stefan hat, dass wir schon alle ein iPad haben. Das heißt, die Schüler haben im Grunde Bring Your Own Device und bringen ihr Gerät mit. Und da haben wir noch so einen Stolperstein. Und da ist es eben auch schwierig, dann damit. Aber wir haben Medienregeln, die kennt jeder Schüler, die unterschreibt er im Logbuch auch, dass er das macht.
ich möchte jetzt nicht sagen, dass das funktioniert. Also das wäre Quatsch. Das ist aber genauso wie mit allen anderen Sachen. Das ist ja der vernünftige Umgang. Den wollen wir ja schulen damit. Und wir wollen im Grunde ja ins Gespräch kommen und sagen, warum ist da ein Schüler ständig abgelenkt? Warum spielt er denn jetzt ständig? Und da ist es eben wieder so, dass dann auch individuelle Vereinbarungen getroffen werden, auch durchaus mal zu sagen, pass mal auf, du arbeitest jetzt mal hier die Stunde, du brauchst das Handy oder du brauchst das digitale Endgerät vielleicht jetzt nicht. Und das legen wir jetzt mal von vorne auf den Tisch für dich. So, und das ist wie in vielen Schulen ja auch, dass man dann wirklich individuelle Sachen trifft. Mhm. Aber das, glaube ich, ist entscheidend, dass auch die Schüler das lernen, vernünftig damit umzugehen und zu gucken, wie kann man das hinkriegen, dass das beides passt. Und ich glaube, das funktioniert, weil das wäre ja eine künstliche Situation, wenn wir sagen, nachmittags haben sie die ja auch und sollen ja auch damit ihr Leben lang nachher mit umgehen können. Ja, danke. Stefan, ihr macht, glaube ich, nicht so strenge Vorgaben. Also du verordnest dann irgendwann nicht Schlittenfahren, richtig? Wie geht ihr damit um, dass die Kinder... Nein, also im digitalen Bereich ist es ganz klar, wir sehen das als Werkzeug, wir sehen es als super Mittel, um ans Wissen zu kommen. Und natürlich müssen wir den Umgang damit lernen. Und wenn einer falsch damit umgeht, sobald er an der Schule falsch damit umgeht, hat er Probleme mit der Graduierung, dann darf er sein iPad nicht mehr nutzen oder nicht mehr nur zu bestimmten Zeiten oder nur unter bestimmten Bedingungen. Wenn das Problem zu Hause auftaucht, dann ist es Aufgabe der Eltern. Deswegen machen wir immer Elternschulung. Wie geht man mit so einem Teil um? Oder wir sperren nichts, weil wir sagen, wir setzen nur auf Pädagogik. Das heißt, jeder muss selber wissen, was er damit macht. Und die Eltern müssen halt lernen. Bei dem iPad kannst du super nachgucken, was der gemacht hat. Und wenn der dann sagt, er hat nur gelernt und da ist nachher 90% Fortnite, dann stimmt es halt nicht. Und dann müssen die mit dem reden und sagen, das ist nicht in Ordnung. Wie die ihn zu Hause erziehen, das ist Sache der Eltern letztendlich. Wir können ja nicht die Verantwortung für die ganze Welt, für die Medien übernehmen. Aber andere Schulen, die keine Medien haben, haben die Kinder auch Handys, die können auch alles Mögliche damit machen. Also der Unterschied ist, dass wir eben aufklären, wie man mit den Geräten richtig umgeht. Und wir stellen fest, wir haben eigentlich am Anfang, wenn die Fünfer das kriegen, da gibt es die ersten Probleme und oben raus überhaupt keine Probleme. Das ist für die so ein normales Gerät, wie sie morgens Schuhe anziehen oder eine Jacke anziehen. Da passiert eigentlich nichts. Die gehen wirklich verantwortlich. Jetzt ist dein Ton gerade weg, Stefan. Ich glaube, du hörst mich auch nicht mehr. Das ist aber ein wunderbarer Moment, weil genau jetzt wollte ich auch uns achtsam in eine kleine Pause schicken. Stefan, dein Ton war einfach gerade weg. Ich mache jetzt 2 Minuten Sendepause von unserer Seite. Steht auf, schüttelt euch, wenn ihr mögt, trinkt einen Schluck und helft uns noch einmal mit Menti. Ja, wir machen gleich noch eine Abschlussrunde und da gehen wir auf die Fragen ein, die meisten Daumen haben. Schüttelt euch kurz und dann klickt einen Daumen oder platziert die Frage, die euch noch fehlt. Ich erhöhe, ich gehe auf 19 Uhr. Wir sehen uns um 19 Uhr wieder. Bis gleich. 19 Uhr, wir warten noch, bis ihr wieder zu uns kommt. Stefan kommt bestimmt auch gleich wieder. Und dann gehen wir gleich nochmal mit Vincent zu Menti und gucken, was uns die Daumen hoch sagen. Das ist die Struktur, die wir uns überlegt haben, für die Leute, die sich aktiv beteiligen wollen, das hier zu tun. Das ist alles selbstverständlich, kein Muss. Also wer sich entspannt zurücklehnt und keine Frage hat, der bleibt einfach Menti fern. Und wird bestimmt auch ein paar Fragen beantwortet bekommen. Stefan ist wieder da, Lene und Lars sind da, Vincent ist da. Vincent, wollen wir einmal auf Menti gucken und dann gemeinsam entscheiden, welche Frage oder Fragen wir jetzt in die letzten Minute nehmen? Ja, gerne, Julika. Es gibt eigentlich, würde ich sagen, 2 Fragenkomplexe, die viele Daumen hoch bekommen haben. Das ist einmal die Frage, die jetzt hier auch als die mit den meisten Daumen sozusagen oben steht. Wie wird kollaboratives Lernen eingebunden, koordiniert, evaluiert? Die ich jetzt mal so in so einen ganzen Prozess packen würde. Wie passt es eigentlich zusammen mit den Regeln, die es sozusagen staatlicherseits gibt? Da haben wir noch die Frage,
zum Beispiel, wie lässt sich dieser wunderbare pädagogische Weg am Ende mit den vorgegebenen Abschlussprüfungen und deren Bewertung vereinbaren? Oder in eine ähnliche Richtung, wie gelingt freies Arbeiten zum Beispiel hinsichtlich Gelingensnachweisen in der Oberstufe und mit den Anforderungen des Zentralabiturs? Sozusagen, das ist der erste Fragenkomplex. Und der zweite Fragenkomplex, auch viele Votes bekommen hat, da würde ich jetzt nur eine Frage noch einblenden. Wie hat das Kollegium mitgemacht und wie lange hat die Umstellung gedauert? Also wie kriegt man die Kolleginnen und Kollegen mit an Bord? Das wären die Fragen, die ich anzubieten hätte. Ich übergebe gerne wieder zurück an dich, Julika. Super, danke schön. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit den staatlichen Regelungen, Zentralabitur, Gelingensbedingungen an. Wie sieht es da aus? Lars, du beugst dich schon vorne nach vorne, um dein Mikro zu machen. Genau, also ich beug mich mal nach vorne. Gut, also von vornherein, das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Ich glaube, dass wir uns davon trennen müssen, dass wir sagen, nur diese klassische Vorbereitung auf Abschlussprüfungen ist dann nachher möglich, dass man zum Erfolg kommt. Das heißt, ich glaube, Lena hat das schon richtig gesagt, ich vergleiche das immer so ein bisschen, dass die gesamte Schulzeit ist natürlich der Weg dahin und nicht das letzte Jahr. Und ich glaube auch, dass es Schüler gibt, die mal ein bisschen zurückhängen und auch, wo die Eltern dann kommen und sagen, Mensch, der Junge, ich habe das mit meinem Nachbarnjungen verglichen, der kann schon die Gleichung lösen und mein Kind kann das noch nicht und die sind ja in der gleichen Stufe und dann sage ich, um Gottes Willen, dann wird es wahrscheinlich das Leben nicht meistern können, wenn es das nicht kann, jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt. Es ist wichtig, dass es am Ende das kann und wir haben die Erfahrung gemacht, dass selbst Schüler, die dann mal in ein Loch gefallen ist und so weiter nachher, wahnsinnig aufholen können. Das heißt, wenn Sie dieses Handwerkszeug haben zum selbstorganisierten Lernen und auch mit der intrinsischen Motivation zu lernen, dann holen die so auf, also das ist wirklich gigantisch. Das heißt, also die können in einem Tempo Sachen sich erarbeiten und machen. Ich glaube, da muss keiner Angst haben, wenn er so arbeitet, dass die Schüler nachher die Leistung nicht bringen. Da bin ich mir fast zu 100% sicher, dass das eher ein Gelingen ist, als ein Scheitern dann dadurch. Ich weiß nicht, was Stefan für Erfahrungen gemacht hat. Also bei uns ist es auf jeden Fall nicht, dass man dadurch irgendwie negativ beeinflusst ist. Ja, da möchte ich auch gerade noch gerne was dazu sagen. Hört man mich? Okay, also wir haben das alles gemacht, nicht unbedingt, um Top-Leistungen zu kriegen. Unsere Grundabsicht war, dass die Kinder mit Freude in die Schule gehen, dass sie respektvoll behandelt werden, dass sie jeden Tag gerne in die Schule gehen. Der Effekt ist allerdings, wir haben Top-Leistungen. Wir sind in Lehrervergleichsarbeiten in allen Fächern weit, weit, weit über dem Durchschnitt. Wir haben Top-Abschlussprüfungen bisher gehabt, Realschulabprüfungen, auch unsere Hauptschüler, die bei uns den Abschluss machen. Und wir bewegen uns jetzt aufs erste Abitur zu und das wird ebenfalls sehr gut werden. Wir haben überhaupt keine Probleme. Das sind auch die Lehrer, die von außen kommen, die von unseren Schülern von der Arbeitsweise begeistert sind. In der Oberstufe nennen wir unser pädagogisches System Kick-Struktur. Kick-Struktur ist Kontemplation, also das sich vorbereiten auf ein Thema, Inputphase und die Konsolidierung. Das heißt, wenn jetzt ein Lehrer sagt, wir fangen jetzt mit Mozart an, dann muss er das vorher sagen. Und nicht als Überraschung, Leute, ich habe euch was mitgebracht, wir machen Mozart, sondern die müssen ganz klar über die Kompetenzraster wissen, was jetzt dran kommt. Und unsere Leute sind so top vorbereitet, dass man da schon in einem ganz anderen Level einsteigen kann. Und nicht lang viel erzählen muss über Mozart. Da wissen die schon, was der für Stücke gemacht hat, da wissen die, wann der gelebt hat, da wissen die alles schon ringsrum. Dann heißt, man kann gleich den Input in viel höheren Level ansetzen und dann läuft es auch viel besser in der Konsolidierungsphase. Ja, danke. Das ist, kann mir vorstellen, dass jetzt die eine oder der andere zu Hause oder noch in der Schule sitzt und sich kurz kratzt und überlegt, Moment mal, wieso ist das eigentlich in unserem System, wo wir doch versuchen, durch Noten und Strukturen die Menschen zu einem guten Abi zu bringen, nicht so möglich wie bei euch. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt im Chat, es haben sich schon Leute gemeldet, die gerne zu Besuch kommen möchten.
Das überlasse ich mal der persönlichen Kontaktaufnahme dann im Nachhinein. Wir haben noch die Frage zur Umstellung, wie lange das gedauert hat. Wir haben eben in dem Webinar zur Personalentwicklung gehört, dass sozusagen mit das Schlimmste, was man machen kann, ist, von jetzt auf gleich die Umstellung einzuläuten und den Kollegen und Kolleginnen das iPad in die Hand zu drücken und zu sagen, bitteschön, googelt euch selber, nutzt Ecosia, um euch beizubringen, wie das alles geht. Stefan, habe ich das richtig verstanden, dass ihr das nicht so ganz so zögerlich gemacht habt mit der Umstellung? Ihr habt Wände rausgerissen, vielleicht? Ja, wir haben halt Wände rausgerissen. Bis am Anfang hat es nur für die Klassen 5, 6 gegolten, dann für 5, 6, 7. Wir haben es von unten hochwachsen lassen. Da haben die Kollegen, die noch im alten System arbeiten wollten, auch noch die bisherigen Klassen nehmen können. Denen war ich dankbar, dass sie das gemacht haben, dass das noch jemand macht. Natürlich muss sowas von unten hochwachsen. Aber da, wo man es dann macht, muss man schon sehr konsequent machen und nicht irgendwie eine Mischung. Ich halte nichts davon, eine Gemeinschaftsschule zu machen und am Klassen- und am Stundenplan, an der Stundenplanstruktur festzuhalten. Das kann nicht funktionieren. Es wäre jetzt zu lang, wenn ich das alles erkläre, aber wir haben komplett andere Zeitstrukturen. Bei uns arbeitet der Lehrer auch keine 27 Deputatsstunden, sondern er arbeitet 35 Zeitstunden, hat ja auch nichts mehr vorzubereiten, weil ja alles da ist. Er ist einfach anwesend als Mensch in der Schule und ist ansprechbar. Jeder Lehrer bekommt selbstverständlich das, was jetzt groß geredet wird, dass jeder einen Laptop kriegt. Das ist bei uns eine Selbstverständlichkeit seit 10 Jahren. Jeder hat sein iPad und seinen Laptop und alle Materialien und Papier und Stifte und was er braucht. Das kriegt er selbstverständlich von der Schule. Wir sind wirklich der einzige Betrieb sozusagen der Schule, der seinen Leuten gar keinen Arbeitsplatz zur Verfügung stellt. Das ist eine Schande und da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja. Danke. Lars, wie war das bei euch mit der Umstellung und der Kollegienschaft? Also ich hatte das ja vorhin schon gesagt, das ist ähnlich wie bei Stefan. Also wir haben auch umgestellt und sind langsam hochgewachsen. Ich sagte ja schon immer, naja gut, 10-15% verliert man an Kollegen, die da nicht so arbeiten wollen. Aber wir haben es auch tatsächlich sehr schnell gemacht. Also das muss man schon sagen. Unsere damalige Schulleiterin war es ja, man muss die Tür zuschlagen. Also man darf auf gar keinen Fall die Tür offen lassen dahinter. Das heißt, dass da nochmal jemand durchgeht, das geht nicht. Das heißt, das ist ein gemeinsamer Entschluss und der wird niemals einstimmig sein. Das funktioniert nicht. Also bei so gravierenden Einschneidungen wird es immer so sein, dass es auch Zweifler gibt und da gibt es ja diese Kurve, wer dann wo steht, aber das geht nicht. Das heißt, man schlägt die Tür zu und dann geht man da durch und dann gehen die, die nicht durch diese Tür gehen wollen, müssen dann gehen. Und das haben wir immer versucht, in einem guten kollegialen Austausch zu machen, dass wir auch Hilfestellung gegeben haben, dass sie weggehen können. Und das hat gut geklappt. Und dann würde ich sagen, war das sehr schnell. Uns hat man damals gesagt, wir haben eine Entwicklung gemacht, wo andere Leute 30 Jahre für brauchen, haben wir in 2 Schuljahren gemacht. Und nach 10 Schuljahren oder nach 10 Jahren haben wir dann den Deutschen Schulpreis gewonnen mit der ganzen Geschichte. Das heißt, wir haben 2006 angefangen und 2016 haben wir dann den Deutschen Schulpreis gekriegt. Und das ist, glaube ich, dann auch eine Sache, dass man sagen kann, es funktioniert auch, wenn man es schneller macht. Und wir haben alle nicht so viel Zeit und das war uns damals wichtig, dass wir sagen, wenn wir jetzt das ganze Leben warten, dann können wir die Lorbeeren nicht ernten und die wollten wir ganz gerne miternten, die das gemacht haben. Ich sehe schon, das mit dem Erfolg ist eine gute Motivation. Okay, die Tür zuschlagen, das ist der radikale Weg, ja, und nicht mehr den Weg zurück zulassen, sondern gemeinsam Richtung nach vorne gucken und sich dann wahrscheinlich auch unterstützen und hin und her noch wabern und ausloten, wie es genau für alle gut oder eben noch besser werden kann. Was mache ich denn jetzt, wenn ich Lehrerin, Lehrer bin an einer Regelschule, hier zuhöre, wahnsinnig inspiriert bin, sage, das ist genau mein Menschenbild. Zu Hause gehe ich mit einer Haltung von Vertrauen und Mut und Unterstützung mit meinen Verwandten, Kindern, Freunden um. Aber in meiner starren Schule ist das so nicht möglich. Was ratet ihr diesen Lehrerinnen und Lehrern? Stefan? Boah, ganz schwere Frage.
weil meine Frau ist auch Lehrerin, die ist an einem Gymnasium. Sie hat halt die Rahmenbedingungen nicht. Wenn du als Lehrer halt eingespannt bist und sie unterrichtet jetzt Musik und Sport, macht einen tollen Musikunterricht, muss dann aber 5 Minuten später in der Sporthalle sein und schon umgezogen, da hast du nicht die Zeit, mit einem Schüler zu reden. Das heißt, ganz viele Kolleginnen und Kollegen in Deutschland haben gar keine Chance. Die sind in der Mühle da drin und müssen sich halt dann irgendwelche Inseln schaffen. Das Problem ist, dass es letztendlich nur kollektiv geht. Wir haben sowohl bei den Schülern als auch bei den Lehrern, wir haben lauter multiprofessionelle Teams. Das heißt, wir haben einen Lehrer betreut 15 Kinder, der hat einen Tandempartner, der hat nochmal 15 Kinder, zusammen sind sie eine Quadriga. Da ist dann einer drin, welche drin die 5-7, andere die 8-10 können. Sämtliche Fächer sind abgedeckt, die Kernfächer. Die Schüler haben ihre eigene Peer-Learn-Group im Team. Die verstehen sich als Lernteams sozusagen und wetteifern miteinander und strengen sich gemeinsam an und helfen sich. Aber wenn einer solche Strukturen halt an seiner Schule nicht vorfindet, kann er sich für allein irgendwelche Inseln schaffen, aber es ist halt schwer. Da müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Wahrscheinlich muss die Schulleitung mit dabei sein und eine Handvoll Lehrer, die das wollen. Dann geht was. Danke. Lars, diese schwierige Frage zum Abschluss. Ja, ich glaube, dass man immer gucken muss, in welcher Größe man schaut. Also das, was wir heute hier vorstellen, das ist natürlich eine Sache, die geht nur mit allen. Ich habe aber auch Schulen beraten, wo ein Team aus 5 angefangen hat, mit dem Schulleiter gesprochen hat und gesagt hat, Mensch, wir würden gerne mit den beiden Parallelklassen jetzt mal loslegen. Und dann haben die ein Konzept geschrieben und dann haben sie losgelegt. Und das war auch hoch erfolgreich. Und dann ist es irgendwann so passiert, dass die Anmeldungen dann direkt auf diese Klassen getan wurden. So, und das, ich sage jetzt mal ganz blöd, erhöht natürlich den Druck auf die anderen, dass man sagt, denn Mensch, wir könnten ja vielleicht drüber nachdenken, das auszuweiten. Also das ist sicherlich das, was wir beide gemacht haben an unseren Schulen, kam von der Schulleitung aus. Das heißt also, das kam von uns und dann haben wir das geschafft, das hinzukriegen. Wenn es von unten kommt, dann muss man sagen, muss man kleinere Brötchen und kleinere Wege gehen. Aber ich glaube auch, dass man da Veränderungen schaffen kann. Und die dauern dann tatsächlich länger. Also dieses, was wir gemacht haben, glaube ich, ging sowohl bei euch da waren als auch bei uns so schnell, weil es von Seiten der Schulleitung kam. So, und das, glaube ich, sollte für jeden irgendwie ein Ansporn sein, zu sagen, okay, ich will mein täglich Geschäft verbessern und ich will meine kleine schulische Welt verbessern. Und da kann ich auch kleinere Schritte und dann kann ich auch kleinere Projekte machen. Und ich glaube, wenn die zum Erfolg führen, dann wird es Nachahmer geben und dann finden Leute das interessant und dann wird das auch was. Ja. Und es ist schon so eine super Schulleitung, die einfach nur sagt, ich gebe euch die Freiheit, macht mal. Das wäre schon mal cool. Ja. Lena, du kennst doch bestimmt auch Kinder in deinem Alter. Was sagst du denen, wenn wir uns jetzt nochmal die Frage hier angucken, wie überzeuge ich andere davon, dass der Schritt der Neuerfindung ein notwendiger ist? Also was sagst du zum Beispiel Eltern von Freunden, die ihre Kinder auf anderen Schulen haben, warum die Schule, auf der du bist, besser ist? Dazu muss ich sagen, ich sage nicht unbedingt, dass sie besser ist. Ich finde nur einfach, dass sie für mich persönlich besser ist. Ich kann nicht sagen, wie es für andere mit dem Lernkonzept ist, ob sie damit klarkommen, ob sie damit nicht klarkommen. Aber ich persönlich finde es halt einfach besser, weil wir eben die Freiheit haben, selber zu planen, wie wir unseren Tag gestalten. Klar, wir haben die Stunden angegeben. Zum Beispiel, ja, jetzt haben wir Navi-Lehrer, jetzt haben wir Mathe-Lehrer. Da ist es für uns natürlich auch besser, wenn wir Navi oder Mathe machen. Aber wir haben halt die Freiheit, selber zu entscheiden, ja, heute mache ich die und die Kompetenz und heute versuche ich so und so weit zu schaffen. Jeder kann halt in seinem Tempo arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Fach nicht so gut bin und halt ein bisschen hinterherhänge, macht das überhaupt nichts. Dann kann ich mich mit Freunden, Lehrern oder halt allgemein Mitschülern zusammensetzen und die erklären mir das dann, wie ich weitermache. Und das versuche ich halt den anderen Eltern zu weiß zu machen, dass ich denen sage, bei uns läuft es halt einfach anders. Bei uns helfen wir uns gegenseitig. Es ist nicht so, dass die ganze Zeit der Lehrer vorne steht und uns alles erklärt. Nein, wir versuchen uns selber erstmal herauszufinden, und wenn wir dann wirklich nicht weiterkommen, fragen wir den Lehrer, fragen wir Mitschüler halt, Leute, die in höheren Klassen sind. Ich als Siebtklässler habe halt das Problem, dass ich
wenn den Mitschüler fragen muss oder halt ein Lehrer. Aber ich komme mit dem Lernprinzip ganz gut klar und auch mit den Kompetenzen. Wenn man drin ist, dann hat man es eigentlich auch mit dem Lernen und wie es weitergeht und wie ich im Thema weiterarbeiten kann. Das nehmen wir als Schlusswort. Ganz, 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 ganz herzlichen Dank an euch für dieses inspirierende Webinar. Bitte, liebe Teilnehmer, klickt jetzt auf unseren Feedback-Link, der gerade gepostet wurde. Wenn wir jetzt gleich hier aus dem Chat gehen, dann ist dieser Link draußen. Also bitte klickt einmal auf den Link zum Feedback. Ihr könnt es gleich beantworten, das kürzeste Feedback der Welt, 4 Punkte. Aber wenn wir hier gleich zumachen, war es das dann leider auch mit dem Link. Ganz herzlichen Dank an das Team von der Technik, das Team von der Deutschen Schulakademie, von den Teilnehmenden für die vielen Fragen und eure Anwesenheit hier. Und nochmal herzliches Dank an die Referierenden. Ich wünsche einen schönen Abend und hoffe, ihr bleibt der Deutschen Schulakademie mit den ganzen tollen Angeboten gewogen. Macht es gut. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, Julika. Bye-bye. Bye-bye.